zwischen der geldpolitischen Zentralfunktion der Europäischen Zentralbank und der Bankenaufsicht so einzieht, dass Interessenskonflikte nicht innerhalb einer Institution entstehen. Und entsprechend auch, nachdem Lukas Zeise zu Ende des, der ersten Runde gesagt hat, er gehe ja davon aus, dass das alles sowieso nicht funktioniere und das sei ein Lichtblick, wollen wir hier auch noch einmal über die Aussichten für dieses und nächstes Jahr sprechen. Und zwar in folgender Reihenfolge. Ganz zu meiner Linken Mario Ton Veronacchi, Professor von der Universität Siena in Italien. Direkt links neben mir Ute Meyenberg, sie wird als Dritte hier kurz sprechen, Mitglied der Stakeholder Group auf der Europäischen Bank, Bankenaufsicht. Und zu meiner Rechten Christoph Crüvel von als ein nationaler Bankenaufseher von der BaFin, einer der zwei Institutionen in Deutschland, die Bankenaufsicht betreiben. Mario, you'll start your presentation. It's 10 minutes each maximum. Ten minutes. Oh yeah. No. You've known that. You were told. Gut, dann nutze ich die kurze Pause noch, um darauf hinzuweisen, dass im Anschluss an dieses Podium ein Mittagessen stattfindet, für das Essensmarken ausgeteilt worden sind. Wer die Essensmarken nicht hat, es gibt welche am Anmeldungstisch. Ohne die Essensmarken kriegt man nichts zu essen. All right. I start with this citation from the staff note of the IMF. This is one of the few times that I agree with the IMF, because from our point of view, is that we are creating an institution and we must decide if this institution can help to have a better supervision at the European level. As we know, and it was discussed also before, the first goal of the single supervisory mechanism is to produce an homogeneous supervision across the countries that would be inside the banking union. Well, we must remember that before we went on building up this banking union, we had already in place the Commission, the European Banking Authority, and at the macro level, the European Systemic Risk Board, that should have for the entire European zone region to have produced single rule books and single supervisory handbooks. This means that with this new construction, in reality, the SSM should try to make a step forward on the side of practices, because for rulebook and handbook, the SSM will participate inside the European Banking Union to produce, and the result will be common to all the EU area. So the problem is on real practices.
In particular, it should avoid lax supervisory practice of the past and to be really autonomous in a very crucial action, that is the prompt corrective action. Now, as we said before, the problem is what is the structure of the action. The structure of the action will depend on the framework, on this regulatory framework that is basically Basel. In general, we could say that the intervention, the public intervention in the financial sphere should address two different, different but related problems, stability and how finance should help the real economy. Now, the point is that Basel only consider stability. And the new Basel III introduces, potentially, requirements that are more stringent than before. So we can ask, what is the meaning of one single rule book based on Basel and based on Basel III with more stringent rules? Because the problem is that Europe is not much different what we can see at the world level, in the sense that we have a lot of heterogeneous features of the financial system. In particular, I have here some of the, I think, more important, the heterogeneity in fiscal codes, from which heterogeneity in financial contracts. Fiscal codes, accounting rules, degree of bankerization, bank concentration, bank profitability, bank ownership, we have a lot of differences. And I cannot see that the difference inside Europe are less than the ones that we can observe at the world level more in general. Therefore, I propose to make a very simplified exercise to see what should be the result of a single rule in terms of Basel. I take a steady growth exercise in the sense that we think that in the long run the potential growth of bank assets come from internal sources, that is from the rate of profits that are retained inside. So PSG, the potential growth of bank assets, is a function of the retention ratio of the return on assets net of the tax rate and the maximum leverage. In terms of Basel, the maximum leverage is a function of the minimum capital requirement and the average risk weight. This, what does it mean? If we take a long-term perspective and we do not only are obsessed with stability, but we are looking also with the growth of the real economies, we should have a system in which what we see in the right-hand side, the nominal rate of growth of GDP, is roughly in balance with the potential asset growth of banks, because otherwise, if you have bank asset growth that is higher than the nominal, non-inflationary, long-term and so on, GDP, you have what Hyman Minsky called an increase of fragile position, that is speculative and Minsky position. Otherwise, if it's lower, you can have constraint on real growth. So the problem is twofold.
First of all, as you see, there is no logic for the Basel regulation to look at the consistency between stability and growth. It looks only to stability. The second point, if we look at each country, we can see that all these variables comes from a very different heterogeneous characters. For instance, in the United States, you have an average ROA that is double the one in Europe, which means that, in these terms, they could have a double of capitalization with the same result. When we discuss capitalization, it has no meaning if we do not look at a specific feature of the banking system. So the problem is that if we do not look at these heterogeneities and we apply strictly a stricter rule, we could end up having a higher estrangement of the banking system from the real economy. This means that we should not apply one rule in Europe. Well, we should not apply one Basel rule. We could discuss, but I have no time, obviously, alternative regulation. Obviously, we cannot go, if we go on adopting Basel in Europe, we cannot go on as in the past, because as you can see here, in the past we had a lot of discretionary national powers to national authorities and a lot of bank options. The result was not that these discretion options were used to make more consistent the banking system with the real economy, the result was in many cases light touch supervision and a lot of problems that we know. So the problem is what are we doing now just because we are speaking of a single rule book handbook? In reality, we are speaking about them, but we are not going in that direction, because if we go look at the new directive on capital requirement and the regulation that is accompanying, it is decrease national discretion, do not eliminate national discretion. In secondary, also if you look at the charter of the European Banking Authority, you see that openly the authority should look when fixing the technical standard. The technical standard are the devil of the regulation, because they decide the result. They should allow for national specificities. And then, one thing that is not very much discussed, that is the accounting practices. Accounting practices are very important because are the number on which you apply the rule. Okay? How these numbers come out with the differences, also very important inside Europe, because not all banks adopt the same international standard. The same standard leaves a lot of options, and also one important problem comes from different task codes, because you have different items in your balance sheet, and consolidation. Consolidation was one thing across Europe that many times decided if you had a crisis or not. So, what is the problem? That you have a banking union
with a lot of banks under the same supervisor, but the supervisor is looking to financial statement that follow different rules in reality. They are not comparable, and what does it mean to apply the same rule to non-comparable financial statements? I mean, you are not changed very much with respect to the past. And I need to end. The problem is how the ECB, because it's the ultimate responsible for the SSM, will in reality act having all these problems. In particular, you must think that when we speak of prompt corrective action, it means that one day the ECB could say that, look, Deutsche Bank, you have a lot of problems. Okay? This means that you must make the following corrections. Why to the Deutsche Bank and not to BBVA or ING or UniCredit? This is a very important problem for the action, because as we saw also with the reference to the history of supervision in the United States, some rules on prompt corrective actions are very important in order, in many cases, to stop a problem bank to fail. So, what should the ECB and the SSM more in general do? They cannot make without Basel, because that's what has been accepted. What they should do, they should try to decrease the degree of discretion that the supervisor has, and to decrease the options that banks have, in order to have really at the basis of your action a certain ground for homogeneity. In particular, they should, inside their action in the European Banking Authority, try to push it for a maximum harmonization of accounting rules and practices. I am not saying also fiscal codes, because it should be a paradise. I do not believe in paradise, so I am not speaking of that. The other point is just to adopt strict mandatory practice. I mean, that's a very important point also in relation to the problem that was raised on accountability on democratic processes. Because the problem is, you have problems with democratic representation every time we are speaking of authorities, of regulatory authorities, supervisory authorities, and so on. It's a very common problem. You can choose to bend on one part of independence or less independence, but you are in a trade-off, because on one part you can go to very short-run political pressures, on the other to decisions that are not accountable. I think that the best thing is to make decisions very clear according to few clear rules, and then this must be transparent, I mean public.
completely public. This is the only way, I think, also to solve the problems of the poor ECB in this action that they must make. Finally, since I do not to, want to leave to our previous speaker, the pessimist, on the, to be the only pessimist on this side, well, this citation from Hennig, in the mistaken belief that the risk and shift risk can be captured, measured improperly and quickly capitalized using financial models, we get Basel III. It's time we acknowledge that no Basel model can accomplish this objective. Markets move too quickly and human nature is too dynamic. What does it mean that when we speak of prompt corrective action, in the moment that the supervisor decided that you have a problem to mend, you have the egg that just stinks? Okay? So the point is, if this is true, prompt corrective action needs a rethinking of the entire structure of the banking system, the financial system and regulation. Also, if we consider the problem coming from banks that are too large and complex to manage, supervise and so on, what is the problem? The problem is if the SSM action is not efficient, the result will be a lot of money that the other two pillars of the banking union should put in the game. So the problem is, if you need a very efficient supervision, just not to have all the weight put on the other pillars, especially on the resolution fund. But the problem is that we have a real problem to have an effective supervision in this way. We have two problems that we are going to discuss in the next sessions. One is the problem of how strong could be these other pillars of the banking union to absorb the shocks. And the other problem is if we and how can think of structural reform, changing, or better, designing from a public point of view the morphology of the financial system, in particular of the banking system, and we will discuss of all these proposals that we have now in various countries. Okay, thank you. Thanks very much, Mario. Thanks in particular to reminding us of the flaws of the Basel III Accord and its implementation in Europe through CRD IV and CRR, and the heterogeneous rules for national supervisors and the problem that accounting standards have not been tackled at the level of the FSB. Jetzt hören wir von einem nationalen Bankenaufseher, wie sich denn das aus der Perspektive eines der zwei Aufsichtsorgane in Deutschland ausmacht. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christoph Crevel. Ich bin bei der BaFin zuständig für Aufsichtsorganisationen und darf mich unter anderem darum kümmern, wie wir die Herausforderungen, die die einheitliche europäische Bankenaufsicht, und damit ich mir nicht die Zunge verknote, sage ich im Folgenden nur noch SSM, stellen bei der BaFin vernünftig, wie wir den Herausforderungen vernünftig begegnen. Disclaimer vorweg, ich bin weder die Präsidentin noch der Exekutivdirektor, der für die Bankenaufsicht zuständig ist. Deswegen gönne ich mir ab und zu eine persönliche Meinung und nichts, was ich sage, können Sie als BaFin-Meinung wiedergeben. Das macht es für mich unterhaltsamer, ich hoffe für Sie auch.
Deswegen gleich eine persönliche Vorbemerkung. Mein Vater gehört zu der Generation, gehört zu den vielen von mir wahrgenommenen Mitgliedern seiner Generation, der sich endlos über Tagesalten erregen kann, der in Europa nur noch Probleme sieht, der vor allem nur noch sieht, dass es unser gutes Geld kostet. Das frappiert mich, denn mein Vater, mein Schwiegervater ist genauso unterwegs. Die gehören ja beide zu der Generation, für die die Bilder von den zersägten Grenzbäumen Sensationen waren. Die gehörten beide zu der Generation, wo der Aufbruch in das deutsch-französische Bildungswerk etwas Grandioses war, eine Freundschaft unter Menschen, die sich davor noch als Soldaten gegenübergestanden hatten. Diese Begeisterung ist weg. Am anderen Ende der familiären Generationenkette meine Tochter, die nimmt völlig selbstverständlich wahr, dass sie sich in England bewerben kann an der Uni, wie jede englische oder französische Abiturientin und auch genommen wird. Da bin ich natürlich auch froh drüber. Sie nimmt aber auch wahr, dass diese Wohltaten Europas, gerade wenn man in England sind, auf einer etwas fragilen Grundlage stehen. Denn wenn man da von den European Girls redet, dann ist das meine Tochter und die Holländerinnen und die Französinnen. Keinesfalls die Engländerin. Ich würde plädieren, weder aus dieser monetarisierten Perspektive zu schauen, noch aus der Selbstverständlichkeit, sondern zu versuchen, mal wieder die Begeisterung für die europäische Idee nach vorne zu holen und sich zu fragen, ob da nicht noch eine Idee ist, die Begeisterung verdient. Und wenn man eben mit etwas Begeisterung dran geht, dann ist aus meiner Sicht die Bankenunion, und wir reden jetzt ja mit dem SSM über einen ersten Schritt zu einer Bankenunion, eine Möglichkeit zu einem qualitativen Sprung in der Integration der Union. Und ich glaube, diese Möglichkeit kann man, soll man auch mal auf ihre positiven Aspekte hin anschauen. Es wird anders. Ja, es wird Sie vielleicht überraschen, dass ich als strukturkonservativer Beamter sage, anders muss nicht schlechter sein. Ich habe bei vielen Diskussionen, gerade in Deutschland, auch das Gefühl, dass jede Änderung von vornherein ein Problem ist. Das fällt mir schwer nachzuvollziehen, denn es ist ja nicht so, als ob wir in der Währungsunion keine Schwierigkeiten gehabt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Und der Verlauf der Bankenkrise zeigt auch, dass die Wahrnehmung, welche Länder mit ihren Aufsichtssystemen hervorragend dastehen, sehr dynamisch ist. Und dass der Held der Krise mit strukturierten Wertpapieren in Amerika plötzlich der Übeltäter einer Krise mit Immobilien im eigenen Land ist. Und ich glaube, dass deswegen es gar nicht so sehr ankommt auf die Unterschiede in der Anwendung des Aufsichtsrechts, die Sie angesprochen hatten, die im Aufsichtsrecht sind, sondern ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Punkt ist, dass die Orientierung an der nationalen Wirtschaft in einer Währungsunion die falsche Orientierung ist. Sie haben einen Horizont, der viel kleiner ist als der Horizont, der tatsächlich für Sie relevant ist. Das ist ein Argument, das man meines Erachtens hervorragend machen kann, wenn man fragt, was kann uns denn der SSM bringen? Wir erreichen damit eine Kongruenz von Währungsgebiet und von Aufsichtsgebiet. Und dass die unvollkommene Union, die wir mit der Währungsunion haben, problematisch ist, das hat sich ja nun in der Länderkrise mehr als dramatisch gezeigt. Wenn Sie eben Emittenten haben, die ungleich zu dem Währungsgebiet sind und dann plötzlich die Märkte merken, dass ihre Risikoeinschätzung, die vollkommen undifferenziert war, vielleicht falsch war und dass sie innerhalb des Währungsgebietes differenzieren müssen, dann sehen sie, dass eine Kongruenz, jedenfalls wenn man es mal theoretisch betrachtet, durchaus elegant sein kann und durchaus Vorteile haben kann. Entscheidend aus meiner Sicht also, oder ein entscheidender Vorteil, den wir erreichen können, ist, wir räumen mit dem National Bias auf. Es ist dann eben nicht nur die Frage, was ist gut für Deutschland, es ist nicht nur die Frage, was ist gut für Italien, sondern es ist die Frage, was ist gut für Europa. Und gerade wenn man an diese beiden Länder denkt, dann ist Ihnen allen bekannt, dass es heftige Diskussionen gab, ob die deutschen Behörden sich gegenüber den italienischen Behörden in der Behandlung einer grenzüberschreitenden Bankengruppe angemessen verhalten haben. Das Ergebnis ist ja. Ja, wir haben uns angemessen verhalten, aber schon die Diskussionen haben einigermaßen geschmerzt. Wenn wir jetzt so eine einheitliche europäische Bankenaufsicht angehen, was sind die Erfolgsfaktoren, die wir brauchen? Wir brauchen eine gründliche Vorbereitung, daran arbeiten wir. Die EBA, die Sie schon angesprochen hatten,
arbeitet an einheitlichen Regeln. Das ist das Rulebook. Und in Arbeitsgruppen, die jetzt schon bei der EZB arbeiten, wird an einheitlicher Anwendung gearbeitet. Das ist das Handbook. Beides werden wir brauchen. Wir haben Maximalharmonisierung durch die CRR. Das heißt, wir haben eine Grundlage, die schon einigermaßen belastbar ist. Aus meiner Sicht ist ganz entscheidend für den Erfolg des ganzen Unterfangens, dass es keine Startprobleme gibt. Ich fand die Wahrnehmung, dass EBA einen holprigen Start hatte, ehrlich gesagt ein bisschen rüde. Darüber kann man diskutieren, aber auf jeden Fall, das ist die Wahrnehmung. Sie hat eines ganz klar gezeigt, eine Reputation verliert man nur einmal. Das darf der EZB nicht passieren. Die EZB sollte sowieso als Notenbank des Euroraumes ihre Reputation besser behalten, aber sie darf auch in der Bankenaufsicht keinen Schritt falsch setzen. Wie gesagt, Vertrauen verspielt man einmal, man kriegt es nie wieder. Ich glaube, ein ganz entscheidender Gewinn, den wir in den Diskussionen über die Bankenaufsicht erreicht haben, ist, dass die direkte Aufsicht der EZB sich auf die Banken konzentriert, die eine europäische Dimension haben. Das heißt auch gerade für Deutschland oder für einen deutschen Aufseher, dass von den 1800 plus Instituten, die wir haben, nur 30 zur EZB gehen und wir die Masse der Institute behalten. Das heißt, für die deutschen Institute, die schwäbische, bayerische, badische, sächsische Genossenschaft muss sich nicht auf irgendeinen Finnen einlassen, der vielleicht Hochdeutsch kann, aber kein Schwäbisch, Badisch, Sächsisch. Wir werden, oder die Bundesbank wird weiter der Ansprechpartner in der Fläche bleiben, wir werden der relevante Aufseher für die Masse der deutschen Banken bleiben. Welchen Beitrag können wir dazu leisten? Wir versuchen, unsere Positionen einzubringen bei den Arbeiten, die zurzeit bei der EZB laufen. Wir platzieren Leute bei der EZB. Es wird jetzt eine erste Welle von Abordnungen zur EZB geben, weil es da einfach kein Aufsichtspersonal gibt. Das ist eine Tätigkeit, mit der es keine Erfahrung gibt. Bei den Abordnungen stellt Deutschland knapp unter 20% des Gesamtpersonals. Personals, was da akquiriert wird, die Hälfte davon jeweils Bundesbank, die andere Hälfte BaFin. Das finde ich einen ganz... Also ich glaube, damit kann man schon mal anfangen. Ja, man sieht also, das, was da gebaut wird, wird auf nationalen Schultern aufgebaut. Es sind eben keine europäischen Technokraten, die da ankommen, sondern man fragt zunächst mal die Aufseher, die bisher die Arbeit gemacht haben, wie machen wir es denn nun europäisch? Wir müssen weiter den Übergang gestalten. Das ist nicht ganz so einfach, denn Bankenaufsicht ist ja nicht wie Autofahren, wo sie den Fahrer aufsetzen, wo sie den Fahrer ersetzen und der fährt dann mit dem Autobus oder LKW weiter. Bankenaufsicht ist ein zyklischer Prozess, der sich im Laufe des Geschäftsjahres vollzieht. Wir planen unsere Prüfungskapazitäten, unsere Prüfungsaktivitäten. Wir haben eine Strategie. Wir tun das, was wir von Banken auch verlangen. Ja, eine ordentliche strategische Planung mit Zielen, mit Umsetzungsmaßnahmen, die wir operationalisieren, die wir auch kontrollieren. Und diesen Prozess in einer Jahresmitte umzusetzen von vielen nationalen Aufsehern auf einen zentralen Aufseher, das ist einigermaßen schwierig, denn, wie gesagt, wir arbeiten einfach im Laufe des Geschäftsjahres. Das heißt, wir werden für die Planung des nächsten Jahres, wo also in der Mitte, wenn alles so läuft, wie wir das erwarten, die Zuständigkeit bei der Europäischen Zentralbank landen wird, in der Planung werden wir die EZB schon einbeziehen. Wir werden auch die geplanten, gemischten Aufsichtsteams, die für die Banken zuständig sind, als Schattenteams schon laufen lassen. Wir werden also in diesem Jahr aus den noch bestehenden College-Sitzungen, wo die nationalen Aufseher sich untereinander koordinieren, in einem Übergangsprozess diese Joint Supervisory Teams bauen, damit die Leute sich schon kennen, damit vielleicht auch schon Klarheit ist, wer ist derjenige bei der EZB, der das leitet, und damit wir einen einigermaßen eleganten, glatten Übergang von der nationalen Zuständigkeit zur EZB-Zuständigkeit haben. Das kann gehen.
Das erfordert viel guten Willen auf allen Seiten und das erfordert, und damit bin ich wieder am Anfang, dass man ein gemeinsames Ziel hat und das gemeinsame Ziel muss eben, kann nur sein, eine europäische Bankenaufsicht zu machen. Ich habe das persönlich mal auf einer viel, viel kleineren Ebene mitgemacht, als wir bei der BaFin die Zuständigkeiten der Börsenzulassungsstellen übernommen haben. Da gab es, also wirklich, das ist eine völlig andere Dimension, ja, missverstehen Sie mich nicht, mehrere Größenordnungen kleiner, aber es gab trotzdem erhebliche Bedenken im Vorfeld, ob das, was eine Börse als Unternehmen leisten kann an Service- und Dienstleistungsqualität, auch von einer Behörde geleistet werden kann. Ich glaube, das Ergebnis, ohne meine Kolleginnen und Kollegen und mich zu sehr zu loben, war, ja, kann. Ja, also das heißt, man kann so einen Übergang ordentlich managen, man kann das elegant gestalten. Es erfordert ein wenig guten Willen von allen Beteiligten. Dankeschön, Herr Crevel. Ich halte mal ganz kurz fest, Ihre Bemerkung über Ihre Tochter, das ist nämlich dann in der Diskussion, will ich das nochmal aufgreifen. Ja, sie hat den Platz in Warwick nicht genommen. Schade, aber nein, das ist ja wirklich, man glaubt es ja kaum, aber das Vereinigte Königreich ist ja in Sachen Bankenaufsicht in der Diskussion dem Kontinent weit voraus. Das ist zumindest meine These, die ich in den Raum stellen möchte. Und dann, was Ihre Aussage zur Lage, dass in Zukunft nur noch das zählt, was gut für Europa ist und nicht mehr das, was für die Nationalstaaten gut ist, das halte ich auch mal für die Diskussion fest. Ich glaube, Utes Präsentation ist jetzt soweit, dass ich noch nicht ganz. Ich fange einfach mal an, denn ich muss das sowieso auch ziemlich verkürzen. Also ich bin, wie gesagt, die Vertretung der Gewerkschaften in der Stakeholder Group von der Europäischen Bankenaufsicht. Bitte verzeihen Sie mein Deutsch. Ich bin eigentlich gebürtige Deutsche, aber ich lebe seit 35 Jahren in Frankreich und ich musste die Präsentation machen, damit ich mich an den deutschen Worten entlanghangeln kann. Ich habe nämlich alles erstmal auf Englisch geschrieben. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich auch noch scrollen muss. Na gut, vielleicht scrolle ich gar nicht. Okay, also wir wurden gefragt, warum die Bankenunion Anforderungen an die Aufsicht. Eigentlich hat der Herr Crevel schon alle Antworten gegeben, die mich ziemlich beruhigt haben, weil ich dachte immer, die nationalen Behörden seien so national und hier habe ich gehört, dass sie doch ziemlich international sind. Ja, Anforderungen dann, warum die EZB ist eine ewige Frage und was sind eigentlich die Anforderungen? Das wäre für uns auch Unabhängigkeit, Kompetenz, hat Herr Crevel auch schon besprochen. Und ich möchte dann nochmal hervorheben, wo die Rollen der Gewerkschaften sind. Eieiei, okay, ganz langsam. Also, die erste Finanzreform war ja 2009 bis 2011, als die drei Bankenaufsichten gegründet wurden. Mir wurde gerade klar, dass also diese Bankenaufsichten anscheinend 2000 Amendments bekommen haben. Das wusste ich nicht vorher. Denn an sich ist es ja nur die Umwandlung bestehender Gremien in Behörden. Also, es ist schon ein bisschen mehr und man hat es auch marketingmäßig besser verpackt und verkauft, aber an sich bestanden diese Dinge schon und wurden nur jetzt weiter festgelegt und ja, deswegen sitzen jetzt auch zum Beispiel die Gewerkschaften in diesen Gremien und in den Stakeholding-Gruppen, dass eben die zivile Gesellschaft auch dort einen Sitz hat. Ja, und damals in dem De La Rosière-Report, der übrigens hervorragend ist, ich würde die Lektüre immer noch empfehlen, weil die Analyse der Krise sind einfach super. Da wurde gesagt, also bei der EZB kann man das Ganze nicht ansiedeln, denn man muss ja die Erhaltung der Geldstabilität machen. Da wäre vielleicht politischer Druck. Es ist viel zu komplex, viel zu viel Behörden. Dann haben wir die Problematik der Länder, die außerhalb der Eurozone sind und Mangel an Erfahrung.
gut, stimmt ja alles, ne? Die Argumente stimmen immer noch. Also hat man dieses Gebilde da, das Sie nicht erkennen können wahrscheinlich, gegründet. Das ist das alte System eben mit den drei, die Bankenaufsichtsbehörde, die Versicherungsaufsichtsbehörde und die Wertpapieraufsichtsbehörde, die, wie gesagt, so funktionieren, wie wir es jetzt gemerkt haben. Ja, und dann nur noch mal zum Verlieren des Rufes. Die Behörden wurden gegründet, als die Euro-Krise anfing. Und das sieht man hier also erstmal auf der linken Grafik. Da klaffen auf einmal die Refinanzierungsraten der Länder auseinander. Spanien, Italien gehen nach oben. Deutschland, Frankreich sind unten. Und ich möchte es nur noch mal sagen, wir sind ja hier in Deutschland. Sie haben vielleicht gemerkt, dass die französische Refinanzierungsrate unter der deutschen ist. Das heißt, da hat man wohl gedacht, dass Frankreich weniger risikoreich sei als Deutschland. Das habe nicht ich gebastelt, sondern der Internationale Währungsfonds. Ja, und hier sehen Sie die CDS-Kurve, auch eben gerade die Krisen. Und in dieser Krise musste die EBA anfangen. Das heißt, es war eine neue Behörde, die hatte direkt zu Anfang einen riesigen Druck, konnte überhaupt nicht, die haben angefangen mit 40 Leuten und konnten überhaupt nicht sich erstmal einrichten und irgendwie reagieren. Hier, der Pfeil ist nochmal da, wo die EBA angefangen hat. Das ist die rote Grafik ist die Refinanzierung der Banken innerhalb, also der Eurozone-Banken, die sowohl untereinander als auch an andere Banken einfach total heruntergingen. Also die Banken schauten sich an, wie wir sagen das auf Französisch, wie Porzellanhunde und machten nichts mehr miteinander. Ja, und deswegen rief man dann nach der Bankenunion, und zwar wollte man dann die Staatsschulden von den Bankschulden entkoppeln, die Fragmentierung eindämmen, den Supervisor endlich mal sagen, sie sollten doch zusammenarbeiten und eben auch nicht ihre eigenen Banken besonders behandeln, was ja der Fall ist. Ich meine, lesen Sie irgendwo, in der Revue Banque stand zum Beispiel ein Interview von der Société Générale, die sagten, ja, mit unserem eigenen Supervisor haben wir keine Probleme, aber mit der EBA hatten wir Probleme am Anfang. Also irgendwo, die kennen sich ja schon, die Banken müssen ja auch ein bisschen sehen, was die Requirements von den Supervisern sind, um sich auch richtig zu verhalten. Also insofern ist es auch ein bisschen normal. Aber und dann, dass die Supervisor, die Aufsichtsbehörden national reagieren, kann ich auch verstehen. Aber eigentlich sollten wir Europa machen. Ja, Minderung des Einflusses der Politik auf die Banken, da denke ich auch eher an die Cajas oder, also die Politik denke ich nicht unbedingt an die nationale Politik, sondern wirklich auch die Lokalpolitik, die oft mit den Banken verquickt ist und wo es dann wirklich heikel sein kann, wenn dann unfähige Leute Banken auf einmal führen sollen. Das war zum Teil der Fall in einigen dieser Lokalbanken. Ja, und insofern, also was man möchte, ist die Verbesserung der Zusammenarbeit. Ich gehe nicht mehr auf die verschiedenen Projekte ein, auch nicht auf die Kriterien, also welche Banken drin sind und nicht. Die Rolle der EZB, vielleicht ein bisschen. Die Rolle der EZB ist extrem groß, denn eigentlich macht die alles, was systemrelevant ist. Eigenkapitalsanforderungen, Liquidität, die Zulassung, die Prüfung von, darf man Beteiligung kaufen oder nicht. Eigentlich alles, was politisch relevant ist, und man lässt sozusagen nur noch Geldwäsche und Verbraucherschutz an den nationalen Behörden. Und besonders die EZB hat das Recht, direkt zu prüfen, und das ist sehr wichtig, denn das hatte die EBA nicht, also weder zu prüfen oder auch. Ja, und die Rolle der EBA hat Herr Krüwel auch schon eingehend beschrieben, eben die Erschaffung des Rechtsrahmens, die Umsetzung der CRD IV, Erschaffung von Leitlinien und Empfehlungen, zum Beispiel über Remuneration, also Gehaltsstrukturen, Governance, die Erschaffung der gemeinsamen Aufsichtskultur, das heißt also die Koordinierung und Konvergenz der Arten zu prüfen, wenn Unionsrechts verletzt wird, und Schlichtung von Streitfällen. Dabei aber auch wieder die Schwierigkeit, dass man eben keine Steuergelder dafür benutzen kann. Und ich meine, was bedeutet das im Streitfall? Wenn man eine Bank auflösen muss, dann kostet es wahrscheinlich doch Steuergelder.
Ja, und jetzt, wir haben am Anfang gesehen, die EZB, die war also eigentlich nicht in der Debatte 2009 und auf einmal jetzt ist sie in der Debatte. Ja, und das ist tatsächlich, es hat zwei Gründe, hat mehrere Gründe. Sagen wir mal zunächst mal, die nationalen Staaten haben nicht unbedingt Lust, sich auf die in der Bankenaufsicht zu viel hereinreden zu lassen. Insofern hat also hat London gesagt, okay, macht gerne Europa weiter, aber ohne uns. Es ist ja praktisch, die sind sowieso nicht im Euro und waren auch schon immer ein bisschen am Rande und haben jetzt gesagt, dass sie eventuell ausopten wollen. Dann hat sich die EZB als Krisenmanager als sehr, sehr glaubwürdig erwiesen. Sie war ja auch der Geldgeber, das muss man ja auch mal sehen. Ne? Die haben einfach also Massen an Milliarden einschießen können und wer das Geld hat, hat normalerweise die Macht. Ja, und dann eben der Status der EBA. Wie gesagt, den Ruf verliert man nur einmal. Ich finde, ich habe das miterlebt, ich finde, das ist eine riesige Ungerechtigkeit, die da geschehen ist. Denn die EBA hatte wenig Mittel, volle Rechenschaftspflicht. Die hat versucht, alles zu machen, was sie konnte und hat sicherlich alles gemacht und die hat es einfach nicht verdient, den Ruf so zu verlieren. Also ich finde... Okay, und außerdem konnte die EBA nicht direkt arbeiten mit den Banken, sondern nur über nationale Behörden. Das heißt, wenn man dann, da habe ich auch etwas ganz Interessantes gelernt, und zwar, wenn die Banken Scheiß bauen, dann klagt man die Aufsicht an. Ist eigentlich eine super Idee, ne? Also man kann alle möglichen Krimis, Kriminalsachen begehen und am Ende dann, wenn das aufgedeckt wird, dann wird gesagt, ja, warum habt ihr da nicht genügend geschaut? Hier war doch alles. Selbst mit dem Libor-Skandal, wo jetzt gesagt wird, da seien doch, also das hätte man doch viel also vorher wissen können und so weiter. Das sind zwei Sachen. Die erste Sache ist, manche Leute auf den Finanzmärkten sagen, wenn der Libor nicht irgendwie geregelt worden wäre in der Zeit, wäre die Krise noch viel schlimmer gewesen. Das bedeutet, es ist sowieso irgendwo eine Kultur des Geheimnisses in der Bankenwelt. Ich meine, wenn man alles sagen würde, da können sie gleich alles einpacken. Ich meine, und die zweite Sache ist, irgendwo habe ich gelesen, also der FSA, der britische Supervisor, hätte, ich glaube, 73.000 Dokumente angeschaut und daraus wäre doch heraus, also hätte man doch sehen können, dass der Libor manipuliert wurde. Okay, also ex ante, schauen Sie sich mal 73.000 Dokumente an. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können, ob da irgendwas manipuliert wird oder nicht. Wenn Sie ex post das anschauen, dann wissen Sie ja, wonach Sie suchen. Also insofern sind diese ganzen Sachen, ich fand es wirklich ungerecht und ich glaube, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige. Okay, die zweite Sache, warum man, warum eben nicht alle sagen, prima, Europa, ganz toll. Also erstens, die Engländer sind sofort herausgegangen. Die haben ungefähr ein Viertel der Total Assets im Bankenmarkt. Deutschland und Frankreich haben ungefähr beide 20%. Das heißt, von den 70%, die da noch sind, sind 30% alle anderen außer Deutschland und Frankreich. Deutschland hat einen sehr fragmentierten Bankenmarkt. Insofern sind mit den Kriterien, mit den 30 Milliarden, den 20% des Bruttosozialproduktes und den drei größten Banken, sind in Deutschland ganz, ganz viele Banken außen vor und da hat also der Aufseher dann noch ein bisschen Arbeit, das ist prima, alle sind happy in Deutschland anscheinend. In Frankreich ist das überhaupt nicht so. In Frankreich sind 95% der Banken von der EZB jetzt geregelt, einfach weil der Bankenmarkt extrem kompakt ist. Und der Ausweg der Franzosen ist dann, also Danielle Nouy ist die Aufseherin in Frankreich, die hat ein Interview gegeben in der Revue Banque und hat gesagt, dass das also sehr gut sei, dass also, wie gesagt, 95% würden darunter fallen, ist sehr schön. Das Glück, das die Franzosen haben, ist, dass Danielle Nouy vorgesehen ist, die Vorsitzende dieser EZB-Bankenaufsicht zu werden. Insofern kann sie also auch etwas auf die Regeln Einfluss nehmen. Das wäre dann sozusagen die französische Art, da herauszugehen oder damit zu arbeiten.
Ja, und die Grafik daneben zeigt eigentlich eben die Banken, die nicht in der Eurozone sind, haben eben auch Probleme damit. Da sind einerseits die Schweden und die Dänen, die haben 3,4% und 2% jeweils. Die sagen, wir haben Wettbewerbsnachteile, weil wenn alle Banken in der Eurozone sind, können die sich billiger refinanzieren, weil sie ja die EZB als größten Kredit, also als Kreditgeber der letzten Instanz haben und daher sicherer sind. Und die anderen Banken in den osteuropäischen Ländern, das sind alle, die hier hellblau sind, die gehören meistens ausländischen Banken, also zum Beispiel in Latvien und Lettonien und so sind das meistens die schwedischen Banken. In Osteuropa ist es entweder Unicredito oder die deutschen Banken oder österreichische Banken. Und die haben sowieso schon Schwierigkeiten mit der Koordinierung, welcher Aufsichtsbehörde ist da überhaupt zuständig, Home oder Host. Und dann ist die Frage, ob die können aber in die Eurozone einoptieren. Gut. Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Ich rede jetzt nicht mehr über die EZB, doch die Fachkenntnisse wurden auch schon angesprochen, dass also EZB jetzt auf einmal ganz schnell Fachkenntnisse in der Bankenaufsicht aufbauen muss. Und da sehe ich Problem. Ja, gut, kommen wir zu den Herausforderungen. Also, die gemeinsame Praxis benötigt die Koordination sehr, sehr vieler Behörden und zwar mindestens mehr als, also erstmal EZB, EBA und mindestens 17 Behörden, wahrscheinlich sind es noch ein paar mehr. Die Austauschübernahme von Mitarbeitern wurde schon besprochen. Das Budget, wie viele Leute kann die EZB einstellen? Da gehen anscheinend Gerüchte rum zwischen 80 und 2000, habe ich gehört. Und wenn man ausgehen sollte, dass also ungefähr 5 pro Land, dann wären jedenfalls irgendwie ein Durchschnitt von 750 oder so. Da ist die Frage, ist das Budget dafür überhaupt da? Wir haben immer noch das Problem der steuerlichen Konsequenzen. Also das heißt, wer würde zahlen im Falle einer Abwicklung? Und das bedeutet, kann man überhaupt diese Bankenunion machen, ohne auch diese gemeinsame Abwicklung, also diese Krisenlosung, diese vierte Richtlinie, kann man das überhaupt ohne diese Abwicklungsrichtlinie machen? Ja. Und Voraussicht ist erstmal, dass die ESAs geprüft werden. Die müssen bis Anfang 2014 geprüft werden. Und jetzt muss ich aber schon noch über die Gewerkschaften reden. Und zwar, also für uns ist es wichtig, eine Minute über die Gewerkschaften. Also Richtlinien haben Impact auf den Arbeitsmarkt, haben Impact auf Arbeitsbedingungen. Insofern muss die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen gewährleistet werden. Oft haben die Arbeitnehmer, Betriebsräte oder andere lange vorher erkannt, dass Banken Probleme hatten und leider hat das Management uns nicht zugehört. Insofern ist es absolut wichtig, dass wir einen Sitz in den Stakeholdergruppen haben, um eben diese Probleme vortragen zu können. Das hatten wir auch schon in den nationalen Behörden. Und was ist schwierig ist für uns natürlich, dass man dabei die nötigen Fachkenntnisse noch weiter hat. Und dann, momentan für die EZB, wenn ich da mal auf die Mitarbeiter eingehen kann, für die EZB, die haben müssen ja auch jetzt den größten Anteil der Arbeit machen und da haben die auch Probleme mit den Statuten ihrer Mitarbeiter, mit Kündigungsschutz und so weiter. Und damit, das sind die Anzahl der Leute, die momentan von den Gewerkschaften in den Stakeholdergruppen sind, also viel zu wenig. Und ja, damit komme ich zum Ende. Wir brauchen die Vertretung der Gewerkschaften in den Instanzen der Bankenunion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ute. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Zeit als nach der letzten Runde, aber ich habe mich bei dir, Kirschler, erkundigt, wir dürfen ein bisschen überziehen. Es gibt noch Essen da, unter der Bedingung, dass wir dann etwas schneller essen, denn wir wollen um 14 Uhr hier wieder anfangen. Also, eine kurze Runde auf dem Podium und vielleicht ein, zwei Fragen aus dem Publikum. Bei dem Beitrag von Ute möchte ich in jedem Fall festhalten, ich fand es eigentlich sehr nett, festzustellen, dass
dass wir doch eine sehr klassische französische und eine sehr klassische deutsche Sichtweise hier hatten. Die deutsche Sichtweise zu sagen, das Subsidiaritätsprinzip gilt, 30 Banken reicht für die europäische Bankenaufsicht, und Ute, die gesagt hat, naja, in Frankreich wären das 95% der Banken, und eigentlich, warum soll denn eigentlich die nationale Bankenaufsicht noch solche Aufgaben behalten? Und ihren Hinweis, ganz wichtig, dass im Gegensatz zum europäischen System der Finanzmarktaufsicht der zukünftige SSM ein direktes Zugriffs- oder Durchgriffsrecht vor Ort hat, nämlich auch mittels der Frage der Bankenzulassung, also der Banken überhaupt der Bankenlizenz, genau, der Erlaubniserteilung. Manchmal geht es bei mir auch mit dem Deutschen schon nicht mehr so gut. Ich möchte an alle drei kurz, und ich glaube, wir machen dann so, öffnen doch sofort, die erste Frage stellen unter dem Stichwort, nicht warum eigentlich soll die EZB das übernehmen, sondern warum sollte das die EZB eigentlich nicht übernehmen? Wir haben doch im Zuge der ganzen Bankenrettungsmaßnahmen als letzte Maßnahme eigentlich die Finanzierung des ganzen Finanzsektors durch die Zentralbank erlebt. Wenn ich jemanden Kredite erteile oder Geld gebe, wenn ich jemanden rekapitalisiere, wenn ich jemanden Liquiditätshilfen gebe, dann möchte ich auch das Recht haben, in dessen Bücher zu sehen. Deswegen ist für mich aus meiner persönlichen Sicht und aus der Sicht des Europäischen Gewerkschaftsbundes es völlig selbstverständlich, dass diese Aufgabe an eine EZB fällt, die man, wiewohl, wie wir in der ersten Runde diskutiert haben, natürlich anders aufstellen muss. Diese ganze Diskussion um eine Bankenunion und damit eine Reform oder Ergänzung der Währungsunion muss man natürlich auch von gewerkschaftlicher Seite aus dazu nutzen, ein neues Mandat für die EZB zu diskutieren. Zum Beispiel die Zielbestimmung der Vollbeschäftigung und nicht das alleinige Festhalten an Preisstabilität. Jetzt habe ich ganz hinten eine Wortmeldung gesehen. Bitte Mikro dahin. Und kurze Vorstellung. Mein Name ist Katrin Lertsch, ich bin Journalistin und ich würde gerne von Ihnen wissen, was für eine Vorstellung haben Sie, wie soll die EZB kontrolliert werden? Wir haben in Europa ein krasses Demokratiedefizit. Im Moment haben wir die Situation, dass die Europäische Zentralbank die Märkte mit billigem Geld flutet und dass die privaten Banken mit Hilfe dieses Geldes Staatsanleihen kaufen. Völlig risikolos. Die Zinsdifferenz darf der Steuerzahler bezahlen. Wie stehen Sie dazu? Und auch gerade in dieser Situation soll die EZB dann Ihrer Meinung nach noch die Banken kontrollieren? Ich sehe da doch einen Interessenkonflikt. Ups, das sind jetzt zu viel. Also ich muss jetzt tatsächlich den ersten, den ich gesehen habe, und das ist der einzige, der jetzt noch das Mikro kriegt, Duncan Lindau, Finance Watch. Duncan Lindau from Finance Watch. My question is mainly to Mr. Kruvel. I agree with you that the idea of Europe and trust in Europe is having some difficulties, but I don't think the idea and trust are things that happen on their own. They're informed by what we do, and so therefore we do need some practices. We need to do things to rebuild trust in Europe, but I wonder if from here banking union is really the first thing that we should do to rebuild trust, rather than, for instance, increased democracy or increased social measures or exactly increased cross-border students. And I would think that single resolution in particular is probably one of the last things we should do once we have rebuilt the idea of Europe such that we could mutualize the losses, because at the moment, without the trust in the idea of Europe, we cannot mutualize the losses, as the current response to the crisis shows. So why is banking union the first action we should take to rebuild the idea of Europe and not perhaps the last?
Okay, thanks, Duncan. Ich möchte jetzt hier die Schlussrunde eröffnen mit noch einmal der Frage, bekommen wir es wirklich hin mit der Bankenunion zu sagen, Europe first und erst dann kümmern wir uns um die Belange unserer jeweiligen nationalen Bankensysteme? Vor allem diese Frage an Herrn Crevel, weil das europäische Krisenmanagement der letzten 3 Jahre sich vorrangig dadurch ausgezeichnet hat, dass wir es ja mit einer komplexen Struktur von Krisen, die gleichzeitig ablaufen, zu tun haben. Und eine der 3 großen Krisen ist eine unterschwellige Krise des Bankensystems in Frankreich und in Deutschland. Das erklärt ganz viel. Von dem kann man im Detail nachweisen, ist jetzt nicht unser Thema dieses Podiums, aber ist das tatsächlich so, dass wir mit der Bankenunion diese Problematik der Krisenbewältigungszugänge aufgrund der Bankenkrise in 2 der großen Mitgliedstaaten der Eurozone haben? Ich hoffe nicht, dass Sie ernsthaft erwarten, dass ich Ihnen darauf eine klare Antwort geben kann. Selbstverständlich weiß ich es nicht. Ja? Die europäische Orientierung, von der ich sprach, die ist aus meiner Sicht notwendig, damit eine Bankenunion überhaupt funktionieren kann. Und sie zeigt auch, was eine Bankenunion leisten kann. Als Bankenaufseher haben Sie immer Spielraum. Selbst wenn Sie in einer maximal harmonisierten Welt unterwegs sind, haben Sie einen Beurteilungsspielraum, wie Sie die Tatsachen, die vor Ihnen liegen, beurteilen, und sie haben einen Ermessensspielraum bei der Auswahl ihrer Mittel. Und diese Spielräume müssen gleichförmig ausgefüllt werden von den handelnden Personen. Das ist ein organisationstheoretisches Problem, was deutsche Beamten immer umtreibt. Wir wollen sicherstellen, dass gleiche Sachverhalte gleichen Lösungen zugeführt werden. Und deswegen auch aus meiner Sicht die Orientierung an Europa eine notwendige Erfolgsbedingung, denn sie können gleiche Ergebnisse nur erzielen, wenn das Ziel, was sie am Ende haben, dasselbe Ziel ist. Ob wir damit die Bankenkrisen wirklich in den Griff kriegen, das ist eine wirklich gute Frage. Professor Don Mironaki hat viele Fragen aufgeworfen, die sich eben einer Harmonisierung entziehen. Es ist ganz wichtig klarzustellen, dass Bankenaufseher kein Wettbewerbsmandat haben. Wir haben kein Strukturmandat. Wir greifen nicht in die Struktur des Bankenmarktes ein. Und ich würde schon behaupten, dass die Herausforderungen, die die Bankenmärkte in Europa haben, gerade in den sehr heterogenen Ländern, auch strukturelle sind. Und da können wir nicht dran. Insofern, wir machen einen ersten Schritt. Sie haben das auch gesagt, vielleicht ist es der falsche erste Schritt, aber ich hoffe, dass wir mit diesem Schritt zumindest ein bisschen vorankommen und in die richtige Richtung. I think that the answer depends on what we expect from the banking union. According to the ECB, the banking union should restore integration in the financial market in Europe. What does it mean? They think that just because you have a backstop for the for failing banks, you are going to have a unified cost of lending to banks. I think they are wrong, because they think that the previous integration process before 2007 was due to the increasing competition of banks inside Europe. No, it was just because we had a convergence on the spreads of public debts. That was the point, not integration of the financial market. Just because the market did not put good prices to sovereign spreads. We are in Europe in a very strange position. We have
we are not a federal state, but we have a central bank that acts as if. We have not retold what a central bank should be when we have a non-federal state. From my point of view, from what I was saying before, the point is that the banks in Italy do not have a common yield curve, a common risk-free yield curve, which means that they cannot have the same reference, not just making pricing, but to have in their balance sheet real things, the same real things. Okay? So the point is, if they think that we are going to have this integration process just because we are having a banking union, I'm sorry, the answer will be, from my point of view, no. Because it may be the same problem that we had with the monetary union. Making a monetary union without a fiscal or partially fiscal union, we had some little problems, as we know. Now we make a banking union that we are going to sum to the monetary union without fiscal union. But look out, one important aspect of the banking union should necessarily have transfers, private or public, inside the zone, the Eurozone, or the region of the banking union. So the problem is how much it will, in some sense, overcome the constraint, the fiscal constraint that we have now. It will make something in that direction. But if the resolution fund will be funded only by private money, and the eventual recourse to the ESM will be only for debt that they will be paid back in the future, we are not in that track. Thank God we have a third panel this afternoon which will discuss exactly these questions. Ute, du hast das abschließende Wort vor dem Essen. Ja, dann ganz kurz nur. Ich glaube, man muss pragmatisch sein. Die Krise ist relativ stark, man muss irgendetwas machen. Das bedeutet also, nicht jede Entscheidung, aber die möglichen Entscheidungen sind alle gut, insofern, als dass sie Entscheidungen sind. Es sind nicht unbedingt die richtigen Entscheidungen. Was ich damit meine, ist auch unter anderem, die Banken haben immer mehr Auflagen und durch diese immer mehr Auflagen sind sie auch verpflichtet, ihre eigenen Bilanzen sauber zu kehren und so weiter. Sie müssen weitere Abschreibungen machen, weil du sagtest ja gerade in Deutschland, in Frankreich wären da eben noch relativ viele Probleme. Das hat die EBA auch gesagt, also Probleme, was man Forbearance nennt. Da sind also einige Sachen, die noch versteckt wurden. Das hat man auch gesehen, letztlich wurden in Frankreich zumindest extrem hohe Abschreibungen gemacht. Und das ist einfach wegen Basel IV, oder wenn das nicht wäre, würden die nichts machen. Und dann hätten wir noch mehr Probleme. Und wir können momentan, wenn man mit der Steuerunion oder Wirtschaftsunion anfangen würde, dann wäre das würde sowieso nicht klappen, weil alle sofort Nein schreien würden. Man greift ja sofort in die Hoheitsrechte ein. Insofern, wenn wir Europa bilden möchten, aufbauen möchten, dann müssen wir eben peu à peu auf die Hoheitsrechte eingreifen und nicht sofort. Und ich meine, das haben wir auch schon geschafft. Der Euro ist da. Vorher hatte jeder sein eigenes Geld. Wir haben harmonisierte Führerscheine. Wir haben alles möglich. Ich meine, wenn man sich im Moment in Europa bewegt, hat man kaum mehr Probleme, eben Geld wechseln und so weiter. Ist alles viel einfacher geworden. Wir haben eine Frage noch nicht beantwortet. Hat sie gefragt, wie soll die Mikrofon?
Also, die Frage war, wie soll die EZB kontrolliert werden? Ich fürchte, da kommen wir jetzt nicht mehr dazu, aber vielleicht nehmen wir die Frage dann im dritten Panel wieder auf. In diesem Sinne, bitte alle mit Essensmarken. Ich denke, das ist irgendwo im Erdgeschoss, Dirk, oder wo gehen wir hin zum Essen?